Manuel Neuer schießt scharf gegen den FC Bayern. Der Torhüter gab der Süddeutschen Zeitung ein Interview und das hatte es in sich. Zur Entlassung des langjährigen Torwarttrainers Toni Tapalovic sagte er beispielsweise, er habe das Gefühl gehabt, dass ihm das Herz rausgerissen wird. Außerdem bezeichnete er den Rauswurf als das Krasseste, was er in seiner Karriere erlebt habe. Er erklärte deshalb sogar, ich habe über alles Mögliche nachgedacht, auch über meine Zukunft im Verein. Sein Vertrag läuft bei den Bayern noch bis Sommer 2024. Wollten ihn die Bosse mit dem Tapalovic-Rauswurf also bewusst verletzen? Auch die Begründung von Julian Nagelsmann, dass es wegen eines fehlenden Miteinanders zur Trennung mit Tapalovic kam, hat der Bayern-Kapitän kritisiert. Es wurden Dinge gesagt, die ich nicht teile.